Guten Morgen, ihr Kellerkinder. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Null Problema und herzlich willkommen zu meinem neuen Shop-Video. Ja, Freunde, der Shop hat geupdatet und wir haben tatsächlich nichts Neues reinbekommen. Und ich muss mich den Worten von Smexy anschließen. Dieser Shop ist ziemlich trash, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier haben wir den Treibhaustomaten-Skin. Leider Gottes kann ich hier nicht ranzoomen, Freunde. Keine Ahnung, was da los ist. Ist ein Bug. Den gibt es in zwei Stilen: einmal in dieser düstereren Variante und dann nochmal in einer noch düstereren Variante mit den leuchtenden Augen und dem leuchtenden Mund. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich diesen Skin spielen würde, würde ich ihn wahrscheinlich in dem Stil spielen. Wobei taugen tut er überhaupt nicht. Der Rucksack, da ist eine Tomate dran mit Sprengstoff. Witzige Idee, aber jetzt nichts Großartiges. Weiter geht's zum rostigen Pizzaschneider. Die Hacke ist jetzt auch nicht besonders, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ganze Set ist aus dem Überreste-Set und ja, gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Dann geht es hier weiter zur Magengranate, genau das gleiche. Einmal die düstere Variante von dem Burger-Skin. Gefällt mir auch überhaupt nicht. Und wenn, dann würde ich ihn in der Variante spielen, weil mir die Farben mehr gefallen. Aber wenn ich mir ansehe, der hat nur die Augen leuchtend und da gefällt mir der Tomaten-Skin schon viel mehr, weil die Augen und der Mund leuchten. Und der sieht echt irgendwie ein bisschen schräg aus. Dann geht es hier weiter zu seinem Rucksack. Da ist Senf dran, Ketchup dran und ein Burger. Auch jetzt nichts Großartiges, nichts Spektakuläres. Weiter geht es zum Stachelklatscher. Auch wirklich nichts Besonderes. Das war es eigentlich mit dem Überreste-Set. Dann geht es hier weiter zu den Spielzeugsoldaten. Die gab es damals ganz in grün, ganz in grau und später kam der rote Skin noch dazu und da wurden die Schlammflecken dran gemacht. Früher waren die ohne Schlammflecken, sind in der Umgebung verschwunden, verschmolzen und deswegen haben sie die Schlammflecken dran gemacht. Ich hatte sowohl die weibliche als auch die männliche Variante, habe aber alles zurückgegeben, weil ganz ehrlich, diese Skins gefallen mir so überhaupt nicht und deswegen sage ich, der Shop ist ziemlich trashig, weil die Skins sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, meiner Meinung nach. Und von daher, ich glaube, die floppen auch ein bisschen, weil ich glaube, kaum einer mag diese Skins so spielen. Ist natürlich alles Geschmackssache, Freunde. Wenn ihr es mögt, ist es absolut in Ordnung. Dann geht es weiter zu der männlichen Variante, auch in grün, dann einmal in grau und zu guter Letzt das neuere rote, dann, was dann ein bisschen später dazu kam. Genau, weiter geht es zu den Lackierungen, einmal das grüne Plastik. Ja, sieht okay aus. Ist jetzt nicht der Burner, muss ich ganz ehrlich sagen. Geht. Dann geht es hier weiter zu der grauen Variante. Ist auch okay, ist jetzt auch nicht der Burner. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bevorzuge die rote Variante. Die zeige ich euch gleich. Genau, das ist die rote Variante. Die gefällt mir viel, viel mehr, weil sie richtig kraftvoll rot leuchtet. Und für 400 V-Bucks kriegt man drei verschiedene Stile. Ist vollkommen in Ordnung. Also drei verschiedene Lackierungen. Das kann man sich auf jeden Fall geben. Okay, weiter geht's zum toxischen Sprayer. Dieser Skin ist jetzt heute zum zweiten Mal dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Skin hätte cool sein können, aber den haben sie irgendwie schräg gemacht. Deswegen gefällt er mir nicht. Also ich weiß nicht, oben ist er ein bisschen zu breit. Dieses Jäckchen, was er da trägt, das ist auch irgendwie zu kurz geraten. Gefällt mir überhaupt nicht, was das angeht. Sein Rucksack ist so ein Stoppschild, so ein umgekehrtes, übermaltes, wie auch immer, mit einer Kette dran, mit einem Brecheisen, mit so einem Farbroller. Ja, ist auf jeden Fall nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiter geht's zum Dämonenschädel. Die Hacke sieht zwar böse aus, ist sauteuer und ich muss ganz ehrlich sagen, sie ist nicht wirklich spielbar für mich. Sie ist sehr laut, sie ist sehr groß und ja, so toll sieht es jetzt auch nicht aus. Und dieses Lava, was herausfällt, sieht jetzt hier im Shop auch ein bisschen störend aus. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie sie im Spiel wirkt, aber so toll ist sie nicht. Ich spiele sie so selten bis überhaupt nicht. Dann geht es weiter zum Hüpflama. Also das Emote gefällt mir, kann ich empfehlen, kann man sich auf jeden Fall geben. Genau. Weiter geht zur Strumpfjägerin. Ich glaube, die ist jetzt zum dritten Mal dabei. Ich finde den Skin überhaupt nicht schön. Allein der Haare wegen sieht aus, als ob sich 5 Wochen nicht gewaschen hätte. Und ja, ansonsten, ich kann da nicht großartig viel sagen zu dem Skin. Hätte sie eine andere Frisur, vielleicht ein anderes Gesicht und andere ohne Brille oder so, sehe sie cool aus. Aber mit den Haaren und der, ja, keine Ahnung, mit der Brille sieht sie nicht so toll aus. Dann geht sie weiter zum Signature Shuffle. Feiere ich absolut. Kann man sich echt gut geben. Die Musik geht auf jeden Fall. Dann geht es hier weiter zum Abfeiern. Ein Emote, was ich vollkommen empfehlen kann. 200 V-Bucks, fast geschenkt. Die Melodie ist geil. Macht gute Stimmung. Kann ich echt empfehlen. Okay, Freunde, das war's mit dem Shop. Freut mich, dass ihr dabei wart. Wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush.